Komm du, ich danke dir, Gott, dass das, was du einreißt oder das wegnimmst, das ist nichts, was gut ist, sondern alles nur das, was böse ist und was uns hindert und was uns lähmt, was uns Schmerzen bereitet. Und Gott, da wo wir es nicht glauben, da bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und jetzt heute Morgen durch die Predigt uns die Augen öffnest, dass wir bereit sind, Ja zu sagen. Ich danke dir. Amen. Wir feiern bald Ostern und vor Ostern hatten wir uns entschlossen, dass wir eine Predigtreihe über das Kreuz machen. Und heute möchte ich darüber predigen, dass wir Frieden bekommen, wirklichen Frieden durch das Kreuz, durch die Versöhnung, die am Kreuz geschehen ist. Alle Menschen wollen Frieden. So, Frieden ist sehr wichtig, denn das Gegenteil vom Frieden ist Krieg. Ich habe mal geschaut im Internet und habe festgestellt, dass es zurzeit ganz aktuell Kriege gibt in der Ukraine, das wissen wir. Aber das ist nicht alles. Es gibt vielen Ländern Krieg, was wir nicht so empfinden, weil wir niemanden hier haben. Aus Kolumbien zum Beispiel oder aus Libyen, aus Ägypten. In Nigeria ist Krieg, in Äthiopien, Jemen, Kongo, im Irak, in der Türkei, in Syrien und in vielen anderen Ländern mehr. Ich bin dankbar, dass wir als Deutsche, meine Generation, dass wir keinen Krieg bisher erlebt haben und ich wünsche mir auch, dass wir keinen Krieg erleben werden. Aber das weiß ich nicht, das weiß alleine Gott. Weil Krieg ist etwas Furchtbares. Im Krieg sterben viele Menschen, oft Angehörige, Vater, Mutter, Oma, Opa, Kinder. Ich möchte mal spontan fragen, wer ist hier, der im Krieg Menschen verloren hat, durch den Krieg? Ist jemand hier, der Menschen verloren hat durch den Krieg? Oder ist jemand hier, der Angehörige hat im Krieg? Steht mal bitte jetzt gerade auf. Ich glaube, dass Gott euch segnen möchte und trösten will. Vater, ich bete, dass du die Menschen segnest, die jemanden verloren haben im Krieg oder die im Krieg jetzt sind. Bete, dass du deinen Trost schenkst, dass du sie segnest und weißt, dass derjenige weiß, dass du der Tröster bist und dass du heute Morgen auch Trost geben wirst. In Jesus Namen. Amen. Um Kriege zu verhindern und zu stoppen, gibt es seit vielen Jahren Kriegsbewegungen, ganz weltweit. Und manche von diesen Menschen haben einen Friedensnobelpreis bekommen. Und diesen Preis hat jemand gesponsert und der ist der Erfinder, nämlich ein Herr Nobel aus Schweden. Und er hat diesen Nobelpreis eingesetzt und er starb am 10. Dezember in Oslo. Und dieses Datum ist das Datum, wo dieser Nobelpreis ausgezeichnet wird, jedes Jahr. Und bis 2019 wurden 124 Mal diese Auszeichnungen verliehen. An Einzelpersonen 90 Mal an Männern, 17 Mal an Frauen, 27 Mal an Organisationen. Dreimal zum Beispiel das Rote Kreuz. Ich finde es toll, dass es diese Organisationen gibt, dass sie sich einsetzen, dass kein Krieg entsteht oder dass da, wo Krieg ist, dass der Krieg aufhört. So, ich bin dankbar für Menschen, die sich einsetzen, dass Krieg gestoppt wird. Weil keiner will Krieg, kein Mensch. Alle sehnen sich nach Frieden, auch die Kirchen.
weltweit, überall sehnt man sich nach Kirchen. Und wisst ihr was? Es kommt die Zeit tatsächlich, wo wir Frieden hier auf dieser Erde haben werden. Das schreibt Paulus im 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Sie sagen, es ist Friede. Das heißt, wenn man sich total anstrengt für eine Sache, dann bekommt man das sogar. Hier auf dieser Erde wird also Friede sein. Und dann habe ich mir gedacht, was steckt dahinter? Wie kann es sein, dass Friede herrscht? Und dann wurde mir klar, Friede ist der Köder vom Antichristen. Dieser Friede, der hier herrschen wird, das ist kein echter Friede, sondern dieser weltweite Frieden, der wird jetzt schon vorbereitet. Ich glaube, wir leben jetzt in dieser Zeit, wo Frieden vorbereitet wird, dass der Geist des Antichrist versucht, alles zu vereinen. Egal welche Religion, egal aus welchem Land man kommt, Hauptsache Frieden. So, Frieden ist das Ziel. Und wenn dieser Frieden da ist, setzt er sich da hinein und wird regieren. Er wird regieren, wir alle wissen das, mit einer Zahl 666 auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Und nur wer diese Zahl hat, kann einkaufen, verkaufen. Und gleichzeitig ist es ein Hingeben an den Antichrist, dass man ihn anbetet. Spätestens dann wachen wir Christen auf und merken, Friede allein kann nicht das Ziel sein. Wenn wir Frieden als Ziel haben, das reicht nicht. Frieden als Ziel, das reicht nicht. Und das sehen wir auch, weil der Mensch an sich, sagt Paulus, dass in uns Menschen etwas anderes herrscht. Paulus sagt, dass wir unzusammensetzbar sind. Wir können als Menschen nicht zusammenleben. Wenn man das sieht, wie viele Ehen geschieden sind, wie viele Menschen sich scheiden lassen. Daran sehen wir, das ist nicht das, was in unseren Herzen schlägt. Wir sind nicht Menschen des Friedens, sondern in uns lebt was anderes. Die Natur von uns Menschen beschreibt Paulus im Galaterbrief, Galater 5, Vers 19 bis 21. Da kannst du lesen, wie die menschliche Natur ist. Voll von Streit, Eifersucht, Wut, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Neid, Trunksucht. Und das sehen wir an Kindern, auch bei christlichen Familien. Wenn zum Beispiel da Kinder sind, brauchst du die Kinder nur beobachten und dann stellst du fest, die Eltern haben das nicht vorgelebt, aber die Kinder, die schlagen sich, die streiten sich, nehmen Sachen weg, sind eifersüchtig. Es steckt einfach in uns. Und Paulus sagt, dass das einfach, dass das unser Problem ist. Obwohl wir wissen, es ist nicht okay, machen wir es trotzdem. Und weil wir das machen, heißt es in Römer 1, Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wir sind so, aber wenn wir sagen, wir sind halt so, obwohl wir im Inneren schon wissen, das ist nicht so, Gottes Zorn kommt über diese ganze Welt. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kolosser 3, Vers 6. Das ist eine auswegslose Situation. Kein Mensch schafft es, wirklich Frieden in sich zu schaffen oder auch mit dem Ehepartner, mit seinen Freunden. Es geht einfach nicht. Wir brauchen etwas Neues, eine neue Natur. Wir brauchen etwas Neues. Die alte ist im Fleisch und die neue ist im Geist. Das heißt, im Geist sind wir Fleischklötze. Ein Stück Fleisch, was einfach macht, was es will. Deswegen brauchen wir eine neue Basis für Frieden. Und diese neue Basis für Frieden ist durch Jesus am Kreuz. Wir reden oft von Jesus. Und das ist ja auch richtig. Aber wisst ihr was? In der Endzeit werden viele Zeichen und Wunder tun. Sie werden sogar Dämonen austreiben. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Diese ganzen Zeichen und Wunder ist nicht das Zeichen. Es ist nicht so,
dass man, wenn diese Dinge passieren, im Namen von Jesus, dass man dann in den Himmel kommt, dass man bei Gott ist, sondern das Zeichen ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Jesus am Kreuz hat das besiegt. Jesus hat nämlich gegen einen Fürsten gekämpft. Der Kampf um Frieden ist nicht zwischen Menschen, sondern das ist in der geistigen Welt. Es geht um den Fürsten dieser Welt, das ist Satan selber, und es geht um den Friedefürst. Und Jesus ist der Friedefürst, der am Kreuz Frieden geschaffen hat. Und dieser Frieden ist interessant, dass Jesus nicht gekämpft hat gegen den Teufel. Ist euch das mal aufgefallen? Er hat nicht gekämpft gegen den Teufel, sondern was hat er gemacht? Jesus hat den Willen des Vaters erfüllt. Jesus starb für das, was Adam vermasselt hat. Jesus starb für das, alles, was Adam falsch gemacht hat. Er hat für Adam gebüßt, kann man sagen. Weil Gott hatte zu Adam gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von dem Baum, der in der Mitte ist. Das war das Problem. Und dadurch kam die Herrschaft vom Teufel über Adam, über Eva, über dich und über mich. Und diese Herrschaft bewirkte, dass wir so ein Herz haben, wie man es als Mensch hat. Und Gott hat das gesehen. Er wusste, kein Mensch kann gegen den Teufel angehen, weil wir stammen alle von Adam ab und wir haben ein Recht darauf zu sterben. Wir haben ein Recht darauf, weil wir in der Sünde leben. Deshalb hat Gott Jesus gegeben und Jesus, er starb für Adam. Er hat sein ganzes Leben gegeben, damit wir wieder ein Recht haben auf den göttlichen Frieden. Durch Jesus kommen wir zurück in die Stellung, die Gott damals hatte mit Adam und Eva vor dem Sündenfall. Das ist der Hammer, oder? Das ist wirklich ein ganz starkes Ding. Das müssen wir uns vor Augen malen, dass diese Rechtsforderung wieder erfüllt ist durch Jesus. Die Bibel sagt, seht Gerechtigkeit und erntet Liebe. Und dieses Recht, was Jesus geschenkt hat durch den Tod, ist für alle Menschen. Es gibt eine Irrlehre, die sagt Allversöhnung. Dadurch, dass Jesus starb, sind alle Menschen jetzt mit Gott versöhnt. Aber das ist eine Irrlehre, das stimmt nicht. Jesus hat das Recht zwar geschenkt auf Frieden, aber es bedeutet nicht, dass automatisch ab da, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, alle Menschen Frieden mit Gott haben. Das ist eine Lüge. Diese Rechtsforderung bedeutet nur, sie ist da für die ganze Welt. Das ist Wahrheit. Aber es gibt etwas, was du tun musst, damit dieser Friede in dir regiert. Und so komme ich zu Punkt 3, Versöhnung mit Gott. Das ist die Grundlage allen Friedens. Und dann, wenn wir versöhnt mit Gott sind, kommt dieser Frieden. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das war ein total schwerer Weg. Manchmal denkt man, ja, Jesus, logisch, der war ja Gott, der konnte diesen Weg locker einfach gehen. Nein. Wenn dich jemand schlägt, dann tut es weh. Wenn dich jemand anspuckt, dann fängst du an zu weinen. Wenn alle Freunde dich verlassen, bist du einsam. Du merkst das. Und genauso diese Gefühle hatte Jesus auch. Jesus hatte Schmerzen. In Jesaja heißt es, Jesaja 53, Vers 5, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Jesus ertrug den Schmerz. Er ertrug die Trennung vom Vater, damit wir ewig leben können. Jesus ertrug die Sünde, alle Schuld, alles, was wir an Mist gemacht haben, dafür hat er bezahlt. Er hat alles auf sich genommen. Deswegen war das Kreuz so schwer. Ich glaube nicht, das Holz war so schwer, sondern er wusste genau, er trägt die Lasten der ganzen Welt. Alle Schuld, der Welt lag auf seinen Schultern. Das war die Schwere, die wirkliche Schwere, warum Jesus so sehr gelitten hat. Er ertrug alle Krankheiten, damit wir geheilt werden können. Er trug alle Flüche, damit wir frei sein können.
Er trug alle Ablehnung, damit wir angenommen sind bei Gott. Alle Mächte der Finsternis hat er zerstört. Er trug alles, damit wir frei sein können von jeder Macht der Finsternis, damit wir alleine Jesus anbeten. Alle Macht der Finsternis, jeder Dämon, alles, was noch so furchtbar ist, ist unten unter dem Kreuz. Jesus steht da drauf mit seinen Füßen. Er hat seine Füße auf diese Erde gestellt. Alle Macht der Finsternis ist unter seinen Füßen. Er sitzt oben auf dem Thron und Jesus regiert. Die Macht der Finsternis herrscht nicht mehr über Jesus und herrscht auch nicht mehr über uns, sondern Jesus hat gesiegt. Er regiert, er hat die Zügel in seiner Hand. Amen. Nichts geschieht, wo er nicht die Oberhand hat, was er nicht zulässt. Das heißt, mit dem Hauch seines Mundes wird er den Satan vernichten. Ist das nicht cool? Er macht einfach, das war's. Das heißt, es hat noch einen Sinn, warum der Teufel hier noch Macht hat. Es geht nämlich nicht um den Teufel, warum Gott noch nicht ein Ende gesetzt hat. Es gibt noch einen Sinn, warum wir das alles noch erleiden müssen. Wisst ihr, was es ist? Dass so viele Menschen wie möglich Frieden bekommen. Jesus ist ein Friedensstifter am Kreuz und er ist Friedensstifter hier. Und er sagt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Gott macht dich und mich zu Friedensstifter. Und das ist das Unglaubliche. Gott sieht die ganze Welt. Gott sieht nicht dich nur in deinem Umfeld, oder so wie du dich siehst, sondern Gott sieht von oben. Gott sieht die Welt und sein Herz. Er hat Erbarme mit dieser Welt. Er will, dass alle Menschen, er will, dass alle Menschen zu ihm kommen. Er möchte diese Gemeinschaft mit Gott. Alle Länder, die dir gerade vor Augen sind, all diese Länder will Gott haben, damit sie mit ihm zusammen sind. Er möchte eine Versöhnung mit dem Menschen. Und deswegen bietet Gott etwas an, nämlich einen neuen Bund. Ein neuer Bund, der nicht durch das Gesetz ist, sondern durch die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott, der Vater, gab Jesus, weil er uns Menschen so liebt. Jesus hat sein Leben gegeben, weil er den Vater liebt, weil er uns liebt. Das Motiv, weshalb Gott das alles gemacht hat, war Liebe. Keine Peitsche, kein Druckmittel, sondern die Liebe. Und wir können es nicht durch unsere Werke erreichen, egal was wir machen. Wir können noch so sozial engagiert sein, wir können noch so viele gute Werke bringen. Wir werden es niemals schaffen, diese Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Sondern nur durch das, was Jesus getan hat. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Es ist nicht deine Leistung, sondern weil Jesus für dich gerechtfertigt wurde, hast du den Frieden mit Gott. Ist das nicht stark? Als ich mich für Jesus entschieden habe, da wusste ich, Jesus liebt mich. Ich wusste, Jesus liebt mich. Jesus hat für all meinen Dreck bezahlt. Ich wusste dann für alle, aber in dem Moment merkte ich, für mich. Er hat es für mich gemacht und ich gehöre jetzt ihm. Und erst später, also da habe ich schon ein paar Sachen gewusst, was ich loslassen muss. Und ich habe es auch getan, ich habe Gott das gegeben, ich habe mein Herz ihm geschenkt. Aber erst später in meinem Christenleben, immer wieder, hat Jesus mir Dinge gezeigt, die ich klären sollte. Und wo ich Menschen vergeben habe, wo ich losgelassen habe, und Gott mein Leben einfach neu nochmal gereinigt hat. Und so ist es auch in deinem Leben. Gott macht eine völlig neue Grundlage. Du bist nicht mehr im Fleisch, sondern du bist im Geist. Und trotzdem können wir noch so handeln wie das alte Leben. Aber du bist nicht mehr da drin, sondern du bist ein neuer Mensch. Und das ist dieser Friede, den Gott dir schenkt. Dieses Bewusstsein, du stehst unter der Rechtfertigung von Jesus. Ich fand so stark die Lieder, die wir eben gesungen haben, besonders das von Michael W. Smith, dass so kämpfe ich meinen Kampf. In dem Bewusstsein,
dass Jesus um mich herum ist. Es gibt auch einen Bibelvers. Von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mich. Das ist mein Kampf. Mein Kampf ist zu wissen, Jesus ist um mich herum. Geschwister, und ich möchte heute Morgen Ruhe in unsere Herzen bringen. Ich möchte Ruhe hineinbringen in dem Sinn, dass wir nicht kämpfen gegen den Satan, wir kämpfen nicht gegen die Dämonen. Er ist schon bekämpft. Der Teufel ist bekämpft, alle Dämonen sind besiegt. Wir brauchen uns nicht mehr darum zu kümmern, sondern wir stellen uns einfach dahin, wo Gott Jesus hingestellt hat. Du hast dein Leben Jesus geschenkt. Du hast gesagt, Jesus, hier bin ich. Ich gebe mein Leben dir. Gott hat dich angenommen. Und da bleib stehen. Bleib bei dem Kreuz stehen. Bleib bei dem stehen, was Gott dir am Anfang gegeben hat. Diese Freude, dass du wusstest, ich bin jetzt ein Kind von Gott. Lass dir niemals klauen. Der Teufel lügt, der stiehlt, er betrügt und er tötet. Das ist das Einzige, was er mit dir vorhat. Nimm diesen Frieden von Gott an. Nimm das an, was Gott gegeben hat durch Jesus. Jesus sagte am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du Stress hast mit jemandem oder mit vielen und du merkst, boah, dein Herz ist schwer, du kannst jetzt nicht so einfach loslassen, du kannst nicht einfach vergeben. Handle einfach wie Jesus. Sag, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nimm diese Aussagen von Jesus als deine Aussagen. Du hast damit nichts zu tun. Gott wird dein Herz frei machen. Gott wird dich in die Freiheit führen, die er für dich bereitet hat. Du musst dein Leben nach deiner Entscheidung für Jesus nicht selber in die Hand nehmen und du musst alles erkämpfen, sondern du läufst in dem Kampf, den Jesus für dich gekämpft hat. Weil Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Nimm diese Leichtigkeit an, diese Sanftheit, die auf dir liegt. Weil in dem Joch auf der anderen Seite geht Jesus. Jesus geht mit dir. Und wenn Jesus dir Dinge zeigt, die nicht okay sind in deinem Leben, dann sagt Jesus, okay, reinige das mit dir. Ich will das mit dir reinigen. Geh du auch da vor mir her. Du musst es nicht alleine machen. Wenn dir was zu schwer ist, du trägst. Aber gib es ab. Gib die Last ab. Jesus sagt, du kannst mit deiner Sorge nichts bewirken. Du kommst nicht weiter damit. Aber Gott, der schafft alles zu tragen. Gott schafft es, die Last, die du trägst, zu tragen. Und deswegen sagt Jesus dir heute Morgen, gib deine schwere Last ab, gib sie mir. Ich habe schon getragen. Ich kann das alles tragen, was hängt schon am Kreuz. Den Frieden, den Gott uns gibt, der ist anders, als die Welt uns gibt. Ich möchte mal ein Beispiel noch sagen aus dem Alten Testament, wie die im Alten Testament Frieden bewirkt haben. Der hohe Priester, der musste einen Ziegenbock für sich und seine Familie opfern. Und vom Volk hat er dann auch noch einen Ziegenbock bekommen und ein Schafbock. Und dann musste der hohe Priester in den Tempel gehen und das erste Tier schlachten und das Blut versprengen an den Altar für sich und seine Familie. Und das Blut war dann überall angeklebt. Dann hat er das nächste Tier geschlachtet für die Sünden des Volkes und hat das Blut versprengt. Und dann mussten sie diese beiden Tiere nehmen und außerhalb verbrennen. Die durften nicht gegessen werden, sie wurden verbrannt. Und dieses Bild aus dem Alten Testament, lest euch diese Geschichte mal durch, im 3. Mose 16. Lest mal 3. Mose 16. Nimmt Paulus im Neuen Testament, das Alte und das Neue gehört zusammen. Da sagt Paulus, denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das Blut von Jesus hat geredet. Dadurch war der Tempel gereinigt und Gott kam in seiner Herrlichkeit. Und genauso ist es bei uns. Das Blut von Jesus ist an unserem Türpfosten, ist an unserem Herzen. Und dadurch sind wir vor Gott heilig, gerecht, geliebt. Gott schließt diesen neuen Bund
Und Gott sagt, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Großen. Das ist es, was Gott will. Oftmals gibt es Religionen, die sagen, du musst das und das machen. Aber wenn Gott seinen Willen in unser Herz legt, dann wollen wir das, weil wir erkennen, Gott will nur Gutes mit uns. Wir verurteilen nicht mehr. Wir reden nicht schlecht über die anderen. Wir zerstören nicht, sondern wir bauen Reich Gottes. Wir bauen mit Jesus. Im Jeremia 37 sagt Gott, ich werde einen neuen, ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht mehr von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Hallo, das gehört dir. Nimm das für dich. Jeremia 32, ich werde einen ewigen Bund mit dir schließen. Jesus hat einen ewigen Bund geschlossen, den er nie mehr, er wird sich nicht mehr abwenden. Dieser Bund wird nicht mehr gebrochen werden. Und auch hier sagt Gott, ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Jesaja, Ezekiel 37, 26. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Ein ewiger Bund. Nochmal, immer wieder kommt das. Ein ewiger Bund wird es sein. Den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihrer Mitte für ewig. Das Heiligtum Gottes ist der Heilige Geist in die Mitte deines Herzens, in die Mitte deines Lebens. Das ist der neue Bund, ein ewiger Bund. Und Hebräer im Neuen Testament, der schreibt, dieses ist der Bund, den ich für sie errichten werde. In jenen Tagen spricht er, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes unseres Herrn. Der Gott des Friedens, das ist Jesus, das ist der Hirte der Schafe, der aus den Toten herauskam. Und durch sein Blut haben wir Frieden mit Gott. Und das ist die neue Beziehung, ist das neue Lebensfundament. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt euch gibt. Die Welt gibt Frieden und es zerbricht. Gott gibt Frieden und der Friede bleibt bis in Ewigkeit. Auch wenn wir mal Mist machen, weil Jesus sagt, ein für alle Mal ist er gestorben. Da, wo du weißt in deinem Leben, das ist noch nicht wirklich bereinigt, das ist noch nicht klar. Du sollst nicht einfach spielen damit, aber du kannst es Gott geben, sagen, Gott, veränder mein Herz, ich will das nicht. Der Friede Gottes bleibt, die Beziehung zu Gott ist von Gott zu dir. Es ist der Bund, den Gott geschlossen hat mit dir und du hast Ja gesagt zum Bund, aber es ging von Gott her aus. Also das Blut von Jesus ist über uns und über unsere Familien. Das Blut von Jesus, ich spreche auch jetzt zu den Vätern ganz besonders. Damals Aaron war der Priester, der Hauspriester. Die Väter sind die Priester. Sprengt das Blut in eure Familien hinein, sagt Jesus. Du hast uns erkauft. Du hast mich erkauft. Du hast meine Frau, meine Kinder erkauft mit deinem Blut. Ihr Männer, steht auf, betet für euch selber, betet für eure Ehe, betet für eure Kinder, stellt sie unter das Blut von Jesus und streitet nicht gegeneinander. Der Streit bewirkt nur Trennung, aber wenn wir Jesus hineinnehmen als Friedensstifter, kommt der Friede in deine Ehe, kommt der Frieden in deine Familie, kommt der Frieden in deine Verwandtschaft, kommt der Frieden, er breitet sich aus. Für die Menschen, die Ja sagen dazu, du wirst merken, dass der Friede Gottes anders ist als der Friede dieser Menschen. Und das bete ich und das will ich, dass der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand und aller Vernunft, dass der regiert in dir. Und du merkst es, wenn du schläfst. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe ein, denn du, Herr, lässt mich sorglos wohnen. Psalm 4, Vers 9. Komm, wir stehen mal auf und sagen, Jesus, danke für diesen Frieden, den er geschenkt hat. Und wir legen alles Gott hin, überall da, wo du merkst, da ist Unfrieden, mit dir selber, dass du in Unzufriedenheit lebst oder dass du Stress hast mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern. Wir legen das Gott jetzt hin und sagen, Jesus, dein Blut ist verflossen für mich, für meinen Partner, für meine Familie und dein Blut will ich haben. Genauso wie das Volk Israel, als es aus Ägypten auszog. Das Blut des Lammes war geschmiert auf den Pfosten von den Türen. Der Würgeengel kam und überall, wo das Blut war, ging er vorbei. Und so auch bei dir.
Der Teufel geht vorbei, das Blut redet. Der Teufel, der hat Angst vor dem Blut von Jesus. Und das Blut von Jesus ist über dir. Es ist an deiner Herzenstür. Vater, wir danken dir, dass das Blut von Jesus wirklich da ist, dass es redet, auch bei uns. Und wir nehmen das in Anspruch. Wir sagen, danke, dein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dein Blut komme über unsere Ehen. Dein Blut komme über Andernach. Dein Blut komme über Deutschland. Vater, du hast reingewaschen durch dein Blut. Wir möchten ganz neu dieses Bewusstsein haben, was es bedeutet, in deinem Blut zu leben. Dass dein Blut uns Frieden schenkt. Einen Frieden, den die Welt nicht machen kann. Den du gewirkt hast, weil es das göttliche Blut ist. Jesus, wir wollen nicht kämpfen gegen den Teufel, sondern wir möchten, dass dein Wille geschieht. Wir wollen unter deiner Herrschaft stehen. Dieser neue Bund. Gott, das ist unsere Rettung. Wir danken dir für diesen neuen Bund, den du geschlossen hast. Halleluja. Und ich möchte jetzt einmal fragen, ist jemand da, der gerade Unfrieden hat und sagt, boah, ich komme hier nicht durch. Ich habe Kämpfe seit langem. Ich kämpfe gegen Mächte der Finsternis. Ich kämpfe gegen Menschen. Ich kämpfe und kämpfe und kämpfe. Und heute möchte ich einen Stopp setzen. Dann komm einfach nach vorne und dann würde ich noch gerne für dich beten. Das Lobpreisteam, ihr könnt ja schon weitermachen. Ne? Okay. Der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, aller Vernunft, der regiere in Jesus' Namen.